Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir wollten uns auf den Weg machen zur Hütte. Und danach wollten wir die Abtrünnigen im Hexenwald bearbeiten und beackern. Und dann mal gucken. Wir könnten auch schon mal das machen und nach Redcliffe. Wir könnten aber auch erst hier unten noch ein bisschen rumflitzen. Mal gucken. Mal gucken, wir könnten auch noch an die Sturmküste. Da haben wir zwar schon relativ viel erledigt, da gibt es tatsächlich nicht mehr so viel zu erledigen. Aber das, was es zu erledigen gibt, kann man ja noch machen. Hallo? Den lockt denkt der Sandra wieder alles an. Einer weniger. So. Sehr gut, dann können wir hier hoch. Hier oben steht sogar unser Wachturm. Einsam und allein steht er da rum. Oh, nope. Elfenwurzel. Also hier ist so die Ecke, hier ist immer noch mächtig Beef. Ich glaube, hier ist tatsächlich auch später noch mächtig Beef. Wenn die Hinterlande so weit abgegrast sind. Wobei, da bin ich mir gar nicht sicher, weil ich da schon ewig nicht mehr hier war. In meinem privaten Spielstand, nachdem ich die Hinterlande quasi mehr oder weniger komplett abgegrast hatte. Wir sind auf jeden Fall im Hexenwald und diese dramatische Mucke könnte mal aufhören. Die ist doch ein bisschen over the top. Die Hütte. Dramatic Music. Da unten steht noch Embryo. Habe übrigens festgestellt, man sollte. Ich habe es immer noch so ein bisschen was stehen lassen. Hier mal ein Blutlotus. Aber wenn man wirklich alles aufwerten will. Ich hier eine Gänsehaut. Also wirklich alles. Es gibt ein Achievement für mindestens 30 Aufwertungen in einem Spieldurchlauf. Egal ob nun von Tränken oder von Sprengfeuern. Relativ wurscht. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Meine Güte. Kommt da einfach so ein höherer Schrecken. Verbessertes Amulett der Magie. 5% Magie. Das ist gut. Nicht 5%, sondern plus 5 Magie. Das ist sehr gut. Kunari Faustschild. Ja, der ist wahrscheinlich eher nicht so gut. Wir sehen aber hier auch Stufe 7 Gegner. Wir sind hier eigentlich in unserem Questgebiet. Also wir sind Stufe 8. Wir sind Stufe 8. Auf dem Weg zu Stufe 9. Gut, dann hätten wir die erledigt. Dann wollen wir jetzt uns um die Abtrünnigen in den Hexenwald kümmern. Hier könnten 1, 2, 3 Kämpfe dabei sein, die schon ein bisschen kniffliger sind. So, ah, die Zwillingsfangzähne von hinten. Die sind halt so gut. Und ich probiere tatsächlich mit dem Schurken. Visiere ich nicht so viel. Visiere ich nicht so viel an. Weil ich. Alter, bin ich doof? Weil ich. Dann ein bisschen variabler bin. So bin ich auch von der Sicht her, wäre ich dann auf denjenigen, den ich anvisiere, eben fixiert. Und das finde ich irgendwie nicht so toll. Wupp dich.
12 von 17. Ja, in den Hinterlanden finden wir das auf jeden Fall alles. Das ist doch relativ chillig. Mage. Da hätte ich jetzt anvisieren sollen. Das wäre auf jeden Fall die klügere Wahl gewesen. Komm schon, ich wollte gerade sagen, lass den Schild fallen. Magier down. Oh, ich bin eingefroren. Gut. Mage down. Mages sind halt mega gefährlich, weil ich habe alles andere als eine gute Magieresistenz. So, hier steht jede Menge Zeug rum. Aber wo ist die... Wo ist das, die Festung? Hallo, Festung? Hier ist noch mehr so Eiszeug, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, hier könnte... Hier ist noch so ein Dings. Wo sind wir denn? Gehe ich nicht langsam aus dem Gebiet raus? Guck mal, hier unten ist nur noch eine Hütte. Nee, nee, dat... Dat Hütte muss... was rede ich denn? Bestie, ich markiere das nochmal, aber ich glaube, die Festung ist woanders. Seht ihr, und selbst, da hängt noch so ein Ding. Ah, da ist eine Höhle, das ist gut. Selbst wenn man es schon gespielt hat, alles weiß man eben nicht. Gut, das ist aber nur ein Durchgang. Der nicht zielführend ist. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus. Hier hängt überall so Gebimsel rum. Ja, da ist auch eine Gruppe. Ich hoffe nur eine. Die Gegend ist voller magischer Energie. Das heißt, die aufständischen Magier dürften ganz in der Nähe sein. Ja. Dann würde ich das sagen. Zack. Magie umkloppen, Magie umkloppen, Magie umboxen, Magie umboxen. Magie down? Oh, hier hinten ist noch los. Hier hinten ist noch los. Hallo, Leute, lasst mich doch mal. Okay, jetzt will ich aber, ich sehe überhaupt nichts. Weil hier erstmal fertig plündern. Ja, und dann können wir davon ausgehen, dass es jetzt in der Höhle weitergeht, denn da sind rote Punkte durchaus vorhanden. Ah, liegt da noch Loot? Ja. Den lassen wir natürlich nicht liegen. Auf Gottes Willen, nevaranischer Schädel. Ich speichere das mal eben. Because I think this fight will not be so easy. So, magische Barriere, check. Können wir auch jetzt nochmal speichern, dann müssen wir die nicht nochmal kaputt machen für den Fall, dass wir wirklich scheitern. Ach, da sieht er noch Elfenwurzel.
Also das heißt, da sieht er noch Elfenwurzel. Da sind faktisch noch Elfenwurzel. Yo, das Geschrei ist hier groß, wie man sieht. Oder wie man hört. Geschrei sieht man ja nicht. So. Dann habe ich hier schon gleich einen Ticken am Hals. Jawohl, Cassandra, danke. Ich schlürf mal ein Tränkchen. So, noch ein. Die hat so mega viel Tränke brauchen. Ja, gut. Der Königsweg sollte jetzt sicher sein. Zumindest vorerst. Den Kampf hatte ich nicht umsonst als ein bisschen heftiger in Erinnerung. Einfach weil viele Gegner auf engem Raum. Das ist natürlich immer schlecht. Auf dem Wachen Meer Einsatz verfügbar. Das ist wohl ein Einsatz auf der Karte. Und diesen Einsatz sollte man tatsächlich relativ früh machen. Vor allem, wenn man Magier ist, weil wegen dieses Stabs. Ist ein Stufe 2 Stab. So früh kann man die natürlich noch nicht machen. Wir gucken mal eben, ganz kurz, ob der vielleicht besser ist. Für Vivienne haben wir da was. Ja, der ist noch nicht mal besser als Viviennes Stab, den sie von uns hat. Es gibt halt 3 Magie, Verteidigung gegen Magie und 4 Willenskraft. Das ist schon nicht schlecht. Gucken wir mal in der nächsten Ausrüstungsfolge. Vielleicht mache ich tatsächlich jede Woche so eine Ausrüstungsfolge, dass wir quasi eine Woche mehr oder weniger durchzocken, ohne da groß im Inventar rumzuwühlen. Und dann später, ja, wie jetzt diese Woche auch, werde ich dann versuchen, das immer so zu timen, dass wir da vielleicht montags eine Ausrüstungsfolge und eine, ich scheue mich immer so normale Folge zu sagen, aber eine Folge machen, in der wir uns eben nicht im Inventar rumtreiben und beim Schmied rumtreiben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge hier aufnehme, weiß ich ja noch gar nicht, was ihr zu der Sache am Montag gesagt habt. Und deswegen sind das hier wieder nur Mutmaßungen, die ich anstellen kann. So, und außerdem, es macht es aber auch wiederum Sinn, diese Quests zu machen in einem Wisch, wenn man die Astrarien erledigt hat, denn genau diese Höhle ist gemeint mit Erkunde die Höhle, wenn man alle 3 Astrarien gelöst hat. Hier ist doch noch irgendwo was. Da oben. Onyx. Onyx nehmen wir mit. So, dann war hier noch irgendwo was. Da ist noch eine Elfenwurzel. Die sacken wir auch noch ein. Und irgendwo war aber noch was. Nur noch hier oben. Und das ist jetzt quasi die Belohnung für die Astrarien in dem Gebiet. Ein Dolch. Ist, glaube ich, auch random. 185. Astrarien in den Hinterlanden. Quest abgeschlossen. Ich sollte mich nicht immer so überschlagen beim Sprechen. Manchmal passiert mir das. So, gut. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier alles erledigt. Oh, yes. Haben wir eigentlich baugleiche Dolche? 4, 4, 4. 3, 2, 3. Der hat Willenskraft. Warum habe ich denn... Achso, ich bin ja auch doof. Ich bin so doof. Ich bin echt doof. 3, 2, 3, 3, 2, 2. Das heißt, die Haupthand. Wow, Voraussetzungsstufe 9. Das sehe ich ja jetzt erst. 9. Oh, selbst die ist im Schaden höher. Hm.
gucken wir alles in der Ausrüstungsfolge. Ich wollte nur mal drüber gucken. Stufe 9, bis dahin dauert es eh noch ein Momentchen. Diese Quest sollte uns jetzt nicht gar so mega viel Erfahrung gebracht haben. Nö, wir sind ein bisschen weniger als die Hälfte zur Stufe 9 haben wir. Du grinst schon wieder so. Genau wie in diesem einen Kampf. Was ist so lustig? Dass euch der simpelste Zauber kreidebleich werden lässt. Ich habe schon weitaus Schlimmeres einfach abgeschüttelt. Oh, tut mir leid, dass ich Angst vor dem Scheiß habe, vor dem ich mein ganzes Leben lang gewarnt wurde. Wie übrigens fast alle, die keine Sucher sind. Bitte entschuldigt. Ich könnte euch helfen, wenn ihr möchtet. Pff, nein, ich habe anderes zu tun. Ihr könnt mir helfen, indem ihr euch einfach vor mich stellt. Das mache ich doch gerne. Schön. Das Gespräch immer wieder herrlich. So, jetzt haben wir hier oben tatsächlich alles erledigt. Wir sind Stufe 8 mit dem Stufe 12 Riss. Brauchen wir uns mit 4 Stufen drunter noch nicht anzulegen. Da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust für. Allerdings könnten wir ohne Probleme in der nächsten Folge vom Waldlager aus ein bisschen nach Süden gehen, die Söldnerfestung finden, den gestohlenen Schatz zur Festung im Westen zurückbringen und hier unten erwarten uns auch noch ein paar Quests. Hier geht es quasi noch einmal rüber. Das würde ich sagen, erkunden wir in den nächsten Folgen noch. Vielleicht schaffen wir das diese Woche noch. Das wäre cool. Das würde mich freuen. Dann können wir nämlich danach nach Redcliffe und mal ein bisschen in der Hauptstory rumrühren und mal gucken, was uns da so erwartet. Gut, dann erstmal zum Waldlager. Kann man machen. Hallo. Na, wie ist es? So, wenn man in so einem Kämpfchen wie wir eben mal zwei Tränke vorballert, ja, das ist nicht weiter schlimm. Das ist eher die Normalität. Also ich denke mal, es wird tatsächlich Normalität werden. Als Schurke. Ich glaube nicht, dass ich da so gut bin im Ausweichen etc. Ich will aber jetzt erstmal ganz kurz gucken. Nee, gar nicht. In der nächsten Folge gucken wir nach dem Riss. Ich weiß, dass hier unten noch ein Stufe 12 Riss ist. Ich weiß nicht, ob beide Stufe 12 Risse sind. Könnten auch beide sein. Wir werden sehen. Wir gucken uns den, den ich gerade markiert habe, auf jeden Fall in der nächsten Folge mal an. Schauen mal, wenn er zu hoch ist, dann gehen wir einfach wieder zurück und fertig. Machen wir den dann, wenn wir uns stark genug fühlen. Da unten kommt ein Bär angelaufen. Ich sage aber bis hierher erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.